Er ist also wirklich tot. Ja. Ich kann mir auch nicht erklären, wie jemand. Hast du Gedächtnislücken? Nein. Wenn das nicht, schreibst du selber Dinge auf? Schreibst du viele Dinge auf, fragen wir so. Eigentlich nur Nachrichten an Ludwig. Oder ein paar andere Kunden. Habt ihr tote Briefkästen? Oder wie übergebt ihr eure Nachrichten? Normalerweise gebe ich sie ein paar Jungen mit. Aber die könnten vielleicht abgefangen oder bestochen worden sein. Möglich. Ich drehe den kleinen Biestern den Hals um. Es sind Polen. Polen, die draußen im Lager wohnen. Die machen das für ein Stück Brot oder sowas. Und wahrscheinlich würden sie für 10 Wechsel alles verkaufen. Kleine Mistkerle. Die Frage ist, wer ein Interesse an dieser Fälschung hat. Irgendjemand, der Ludwig in die Falle locken wollte. Vielleicht den, an Da. den er Abgaben zahlt. Oh, es gibt so eine Art Zwischenhändler. Nein. Irgendjemand in der Richterhierarchie, an den er Geld zahlen muss, damit er in Ruhe gelassen wird. Ah. Ich weiß nicht, wer. Chef. Ja. Glaubst du, dass du deinen Chef kontaktieren kannst? Ich meine, so geheim wie deine Mission innerhalb der Richter ist. Ich wette mit dir, dass es irgendjemand, der auch gleichzeitig Dienst hat. Gab es irgendwie manchmal Tage, wo Ludwig gesagt hat, von wegen, dass er vielleicht an gewisse Ware jetzt gerade nicht rankommt? Dass er vielleicht nicht zu jeder Zeit immer an die Ware rankam? Schien das schon mal so? Unsere Treffen waren auf lange Frist ausgemacht. Auf jeden Fall die, wo ich ihm Dinge abgekauft habe. Wie ein Dienstplan. Ja. Ich überlege. Ich Ein Dienstplan würde darauf hinweisen, dass man nicht immer Zugriff hat. überlege gerade. Warum sollte ein höher gestellter Richter ein Auge zudrücken und ihn machen lassen? Gegen einfaches Schmiergeld? Ich glaube nicht, dass es gegen Schmiergeld läuft. Könnte jemand Interesse daran haben, dass die Waren, die er dort verschmuggelt hat, an bestimmte Leute gesendet werden? An was hast du mit den Waren gemacht? Ich? Unterschiedliches. Wofür wir sie halt gerade gebraucht haben. Hast du sie auch wieder an Richter verkauft oder sind sie immer nur in den Händen von Abus geblieben? Zuckt mit den Schultern. Je nachdem, was es war. Oh, Treffen waren von langer Hand ausgemacht. Das heißt, ihr habt doch bestimmt spezielle Dinge gekauft. Oder habt ihr einfach gesagt, zeig mal, was du hast? Wie ist das abgelaufen? Wenn er etwas hatte, was uns interessiert, dann hat er mir Bescheid gesagt. Wenn wir es kaufen wollten, habe ich mit ihm ein Treffen vereinbart. Also das heißt, er hat gesagt, ich hab Ware A und hat dann dir irgendwie beim Treffen mit dir Bescheid gesagt, von wegen, hier, ich habe Ware A, habt ihr Interesse? Und du hast ein paar andere Leute gefragt und die haben dann gesagt, ja, ist okay oder nein, habe kein Interesse. Oder wie ist das? Genau. Er hat aber auch andere Kunden. Kennst du Initialen? Und zwar C, DE und W. Vor allem das W würde mich interessieren. Ich glaube, er hat das erwähnt. W ist eine Frau, soviel ich weiß. Wie ist eine Frau? Deren Meine Waren Beste. sind. Ich weiß nicht. C ist, glaube ich, gar keine Einzelperson. Ich weiß nicht. Die könnte also auch eine kleine Gruppierung sein. Es könnte Kartell, Geheim oder? oder Chronisten. Chronisten. Wie gesagt, mit denen kenne ich mich auch nicht aus. Was für Sachen wurden an C verkauft? Das ist doch mal eine interessante und direkte Frage, die finde ich gut. Dann hole ich das Büchlein wieder raus und lege es jetzt offen auf den Tisch, dass alle reingucken können. Wenn ihr da durchseht, Buck, dir wird was auffallen. Den Kram, den bei der in den Chronistenlisten aufgetaucht ist, das ist fast 1:1 das, was W gekauft hat. Problem, W hat noch andere Dinge gekauft. Und zwar Waffen.
Jede Menge Waffen, lass mich raten. Jede Menge Waffen. Also gut, was sagst du uns? Unter anderem zum Beispiel auch ein Set chirurgischer Stahlskalpelle, das aus einer Schmiede gestohlen wurde. W ist nahezu vollständig identisch mit der Liste von den Chronisten. Aber W hat noch mehr gekauft. Okay, was für ein Zeug? Sprich, wenn man von den Sachen von W die Waffen rausnimmt, dann ist es die Liste der Chronisten. Also nur noch Waffen, okay. Was? Jeder weiß, Chronisten benutzen keine tödlichen Waffen. Wenn es also eine Gruppierung innerhalb der Chronisten gäbe, die, naja, sagen wir mal, gegen die Obrigen aufbegehren, bräuchten sie vermutlich Waffen. Wenn sie Schusswaffen hätten, hätten sie natürlich ein leichtes Spiel, da der Rest unbewaffnet ist. Warum ein leichtes Spiel? Ich meine, die Chronisten sind doch bestimmt eine größere Gruppe. Ja, also, ja. Selbst wenn sie nur sagen, ein Teil der Chronisten wird bestimmt eine größere Gruppe sein. Das stimmt, aber außer Schockstäbe und so weiter haben die ja keine Waffen. Die können dich laut anschreien mit ihren komischen Lautsprechern. Aber Schusswaffen haben die doch nicht. Wenn jetzt eine interne Gruppe, die einen Umsturz plant, beispielsweise sich mit jeder Menge Schnellfeuerwaffen ausrüstet, könnten sie doch locker aufräumen. Also bei den Spitalern hätte man keine Chance mit ein paar Schnellfeuergewehren. Natürlich sind Schnellfeuergewehre stark, aber fast jeder erfahrene Spitalier und noch andere haben immer auch Fungizidgewehre und ein guter Treffer von einem Fungizidgewehr ist meistens auch sehr gefährlich. Bedarf sofortiger Behandlung. Ich gehe gerade die Häuser durch. Was weiß ich über das Haus Wendler? Wendler? Wendler. Bin gerade am gucken. Ich gucke gerade oben rechts auf der Karte, wo die Informationen sind. Meinst du B? B, ja. Aus Wender. Wender. So viel ich weiß, es ist ein einflussreiches Richterhaus tatsächlich, das auch Senatoren stellt. Aha. Genauso wie das Haus Masek, das Haus Manteuffel. Ich meine auch das Haus Salvano, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mit den Manteuffels, die haben ja den Auftrag gegeben. Genau. Glaube ich zumindest. Du vermutest auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hat ein... Genau. Ein Schiedsmann aus dem Hause Manteuffel hat auf jeden Fall was damit zu tun. Das ist der, der den Befehl erteilt hat. Genau, richtig. Er hat es nie gesagt, aber es war wohl aufgrund der Reichweite war das wohl sehr offensichtlich. Okay, das heißt Haus... Ich möchte hier kurz nochmal was an was erinnern. Du bist ungefähr eine halbe Stunde nach Leichenfund geweckt worden. Das weiß ich. Die Frage ist jetzt hier, ist das eine kurze oder eine lange Response-Time? Kurz. Unglaublich kurz. Genau, aber das ist jetzt eine Outtime-Diskussion gerade, weil ich könnte wieder in-game gehen. Genau. Gut. Andererseits, die Liste ist nicht lang genug, um wirklich viele Leute auszustatten. Dr. Johnny schaut einmal auf die Liste. Da hier euer W hat auch noch Skalpelle gekauft. Wahrscheinlich dieses Skalpell, was ich hier auch die Klinge davon habe. Mhm. Das müsste sich zurückverfolgen lassen. Haben Sie Sprengstoff gekauft? Nein. Sprengstoff haben Sie nicht gekauft. Ist auch allgemein selten, dass Sprengstoff konfisziert wird. Normalerweise eher so ein Helvetica-Ding. Genau. Für dich noch, Buck. Das Ganze liest sich tatsächlich für dich ziemlich genau wie deine Wunsch-Einkaufsliste eigentlich. Leicht versteckbare Schusswaffen, Automatikpistolen, sehr, sehr scharfe Klingen, die man gut verstecken kann. Skalpelle eignen sich hervorragend für Anschläge. Wenn wir davon ausgehen, dass jetzt ein
Wir könnten diesen Richterskandal könnten wir jetzt einfach mal ein bisschen gedanklich vertiefen. Nehmen wir an, dass der oberste Richter gerade politisch vielleicht wankt. Oder ins Wanken Zusätzlich, geraten soll durch. genau, zusätzlich ein Skandal mit den Jemedanern, der hervorgerufen werden soll, einfach aufgrund der Fundorte Leiche. Und wenn dann ein Senator sich nach oben boxen möchte, indem er ein anderes Haus auslöscht, das wäre noch denkbar. Sagte ich ja, dass das möglicherweise eine richterinterne Sache ist, um den Oberchef abzusetzen. Das haben wir schon vor ein paar Stunden gesagt. Was du auf jeden Fall weißt, Malorn, das Haus Manteuffel gehört zu den Unterstützern der Sanktionen gegen die Yarmouk-Dana. Das sind Unterstützer gegen die Yemedaner. Die Ja. finden das gut. Die finden auf jeden Fall gut, was Archot da scheinbar macht. Habe ich mir gedacht. Wenn die mir den Auftrag geben und das sowieso schon so aussieht, als ob die Yemedaner, also die wollen ja, dass es einen Krieg gibt. Das habe ich mir schon gedacht. Natürlich, ich weiß nicht, ob da Mann Teufel mit drinstecken können. Und warum? Und warum haben sie dann Ludwig umgebracht? Ludwig musste, wenn die Intrige stimmt, dann würde Ludwig deswegen tot sein müssen, weil er ideales Ziel ist als derjenige, der jetzt hier, der vielleicht mit. Es gibt vielleicht, wenn wir sagen, dass das Haus Manteuffel bösartig ist, dann gäbe es ja noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wer von den höheren Leuten, mit denen Ludwig irgendwie Schmiergeld abdrücken musste, gehört denn zum Manteuffel in der Kaserne? Um vielleicht eine Hand offen zu halten und zu wissen, dass der Mann korrupt ist. Und wenn du die Möglichkeit hast, dir zu überlegen, dass dein Haus stärker wird, und du musst einen Richter opfern, dir wird gesagt, du sollst einen Richter opfern, der jetzt hier, der als Opfer lang herhalten muss, um diesen Krieg zu starten, dann wäre meines Erachtens nach, ich würde einen wählen, der sowieso unbeliebt ist und der vielleicht auch noch korrupt ist. Weil vielleicht ist ja auch Ludwig einer der Typen, der immer wieder gerne sagt, ja, aber wenn ich untergehe, dann nehme ich dich mit. Deswegen kannst du mich nicht einfach fallen lassen. Wäre eine typische Arschloch-Aktion und ja, immer ein gutes Druckmittel. Vor allen Dingen ein, sagen wir mal, es ist ein Druckmittel, welches nicht verebbt. Und Ludwig hat eben dieses Buch und sagt dann immer, ja, ich habe immer aufgeschrieben, alles, was ich abgegeben habe, da wird man rausfinden, wenn du mit drin steckst. Und ja, oder vielleicht hat er einfach gesagt, ich habe Sicherheiten. Und ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wenn es so ist, dann müsste jetzt hier der nächste Ansatzpunkt sein, Ludwig in Verbindung bringen zu können mit nein, Ludwigs Vorgesetzten in Verbindung bringen zu können mit einem der Häuser, wie zum Beispiel Manteuffel. Und diese Häuser dann, ach Gott. Ja, ich habe den Faden schon wieder verloren. So, dann haben wir noch den Drechsler. Das ist derjenige, der gemeinsam mit dem Richter der Manteuffels in der Ecke saß. Und der mir auf die Finger schaut. Der Typ aus der Ecke. Genau. Der Hat der denn, war der, schien denn zufrieden, hat der denn mitbekommen, dass jetzt hier die Hamedaner geholfen haben, diesen Mord aufzuklären? Ja, so wie ich das Deswegen war verstanden der da, oder? habe, War der total begeistert davon? Schien der begeistert von der Idee zu sein? so wie ich das verstanden habe, fand er es gut. Das widerspricht wieder der Theorie. Weil er müsste es schlecht finden, wenn er wollte, dass die Hamedaner schuld sind. Eigentlich schon. Gut, es kann ja auch sein, dass. Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, selbst wenn alle. Allein die Laufzeiten sind eigentlich mehr. Das heißt, sie wussten, dass jemand gefunden wird. Sie wussten, dass sie einen Richter brauchen. Sie wussten, dass irgendjemand ermitteln soll.
Und Sie wussten, dass ein Advokat noch nie ermittelt hat auf den Straßen, oder? Das heißt, ja, genau, richtig. Und Sie wussten, dass ich diese Blutpfütze finde. Das wird relativ einfach. Dass die gesteckten Beweise ziemlich einfache Informationen liefern. Und dass wir dann dich... Ihr macht also einen viel zu guten Job. Ihr macht für das, was sie wollen, höchstwahrscheinlich einen viel zu guten Job. Ich glaube, dass dieser Ring zurückgelassen wurde mit dem E, hätten sie diesen Apo hier als Bauernopfer über die Klinge springen lassen wollen. Warum nicht? Wenn sie die Yamedana schuldigen wollen? Du wärst, glaube ich, ein... Ja, stimmt. Das macht... Sie hätten einfach die hier irgendein x-beliebige Yamedana. Wenn ich richtig schlecht wäre in dem, was ich tue, dann wäre die Blutpfütze in dem Viertel wäre ausreichend gewesen, um einen Krieg loszutreten. Und sie sind auf diesen Krieg vorbereitet. Sie haben Waffen gekauft, sie können sich verteidigen. Sie können eine ganze Feste damit verteidigen. Sie haben angemerkt, die Waffen, die gekauft worden sind, das ist zwar viel, aber es ist eher für eine einzelne Person viel. Eine größere Gruppe kannst du damit nicht sinnvoll ausrüsten. Das heißt, du könntest aber ein Assassinierungsteam machen, was jetzt hier sozusagen irgendwie hier zwei Leute, da zwei Leute, an gewissen speziellen Stellen vielleicht hohe Persönlichkeiten ausschalten. Den hohen Leuten nicht. Weil du musst ja sozusagen immer nur die hohen Leute ausschalten von Häusern. Also einen einzelnen, sehr gut ausgerüsteten Attentäter kann man damit ohne Probleme ausstatten. Und dann haben sie einen Fehler gemacht, indem sie diesen Ring dort zurückgelassen haben. Den Ring, der uns dann... Den haben sie übersehen. Den haben sie übersehen, das war nicht ein Fehler. Buck, du hast den Ring ja gefunden. Lag der da offen rum oder lag der da eher ganz versteckt rum und du hättest ihn fast übersehen oder wie war das? Das war versteckt, oder Spielleiter? Er war unter Sand begraben. Also den hat man nicht gut gesehen. War in den Sand hineingetreten. Das heißt, sie haben ihn übersehen. Es war ein Fehler. Das heißt, eigentlich war gewollt vom Haus Manteuffel, was mich... Also, Haus Manteuffel hat mich einbestellt. Und zwar so... Hat ein Anfänger einbestellt? Hat ein Anfänger einbestellt, der keine Ahnung hat vom Außendienst. Haben sie natürlich nicht gewusst, was ich so in meiner Freizeit gerne mache. Sie haben mich einbestellt. Sie haben mich zum Müllberg gelotst, haben mir einen Assistenten bringen lassen. Du warst auch richtig schnell da, wenn man bedenkt, dass du von deiner Feste erstmal nach Justizian reiten musst. Na, sie haben mich selbst hingeritten. Und sie haben mir einen Söldner mitgegeben. Bug. Also du hast ja Ahnung von Logistik und Organisation, Malorn. Du kannst sowas in einer halben Stunde nicht organisieren. Minimal 4-5 Stunden, würdest du sagen, wie die richterliche Bürokratie für sowas brauchen würde. Bug, sag mal, warum haben sie dich mir mitgegeben? Das weiß ich nicht. Ich habe von meinem Chef gesagt bekommen, geh dahin, zu dem Haus, und hol dir dort deinen Auftrag ab. Wer ist dein Chef? Du solltest mir jetzt die Wahrheit sagen. Ansonsten befürchte ich, dass du ein Spion der Manteuffel bist. Und dann wird's hier sehr unbequem. Er blickt sich mal kurz im Raum um. Also nicht so, ich guck auf die Tür, um abzuhauen, sondern eher so jeden kurz in die Augen. Ja, ich denke, die Elster ist auch da. Die Gasmaske eines verrückten Arztes. Die Elster ist ja immer noch da. Mhm. Die ist nicht das Problem. Ich zähle jetzt bis 3. Also, ich werde mit offenen Karten spielen. Er zieht ein Tuch aus der Tasche und wischt sich den Strichcode, wischt den Dreck aus der Stirn weg und streicht sich die Haare aus dem Gesicht. Chronist. Er hebt seinen kleinen Finger. Wenn du genau hinguckst, kannst du vorne zwei metallene Elektroden sehen. Ich habe das ganz dumme Gefühl, dass nicht nur die Manteuffels damit drinstecken, sondern auch eine Fraktion im Cluster.
Ich will jetzt wissen, wer dein Chef ist. Dein Chef-Chef. Was ist die ID von meinem Chef-Chef? Keine Ahnung. Wir nehmen einen 13-stelligen Hexadezimalcode aus. Shutter kriegen ihre Aufträge meistens anonym. Du kennst deinen direkten Vorgesetzten tatsächlich und den auch mit einem Hexadezimalcode und auch mit seiner Bezeichnung. Der heißt D-Frag. Aber von dem kam der Auftrag nicht. Unbekannt. Also er hat es auf jeden Fall an dich weitergeleitet, aber ob er die Quelle des Auftrags war, das kannst du nicht sagen, keine Ahnung. So weit wirst du nicht eingeweiht. Zu niedriger Score. Ich habe den Auftrag von meinem direkten Vorgesetzten bekommen, aber es sah so aus, als wäre er weitergeleitet. Und von wem, weiß ich nicht. Okay. Wenn es jemand ist, der im Rang noch höher steht, dann... Wie ist das mit eurer Organisation? Kannst du denn da irgendwie Informationen rauskriegen, um zu gucken, ob es da... Naja, das ist ja höchstwahrscheinlich eine ganz schön geheime Organisation, aber irgendwie musste sie sich ja organisiert haben, bis sie zu einem Punkt kam, wo sie dachte, wenn die Theorie stimmt, dass sie eine Chance haben, etwas verändern zu können. Also sprich, genug Leute. Ich könnte im Cluster versuchen, an einem anderen Anhaltspunkt. Wobei, ich habe von meinem direkten Vorgesetzten oder von meinem Auftraggeber, oder ich habe von meinem direkten Vorgesetzten die Liste bekommen, Chef. Wolfen, oder? Ja. Mein direkter Auftraggeber hat mir diese Liste zugemailt, als ich ihm Informationen gegeben habe. So. Über all die Dinge, die jetzt hier... Die gekauft wurden, von W war das, ne? Das kann auch eine zusammengestauchte Liste sein. Ja. Also eine Frau mit dem Namen, mit irgendwie einer Bezeichnung namens W könnte das sein. Von den war doch jetzt richtig, man schaut mal Richtung zu W denen. War die Gruppe, oder? Achso. Nein, W war eine Frau und gehört zu den Chronisten. Und C ist der Multi-Account. Genau, C ist möglicherweise eine Gruppe. Ich hatte das Gefühl, dass mein Vorgesetzter mir etwas sagen wollte und ich nicht die Freigabe hatte. Vielleicht versuchen wir jemanden... Wenn dein Vorgesetzter zu dir hält, könntest du ihn vielleicht davon überzeugen, wenn du ihn jetzt mit dieser Theorie konfrontierst, dass du möglicherweise Informationen erhältst, die du sonst eigentlich nicht kriegen solltest, um diesen Fall zu lösen, um zu beweisen, dass es diese Gruppierung gibt bzw. nicht gibt. Es ist möglich. Im schlimmsten Falle werde dir vielleicht etwas sagen wie verzieh dich und arbeite an den Sachen weiter, die ich dir gesagt habe. Das ist ein Auftrag hiervon. Entweder um dir zu signalisieren, dass du doch weitermachen sollst, oder ja, dass er mit drin steckt, wird wahrscheinlich nicht passieren. Nein. Nein, wenn er mit drin stecken würde, hätte er mir vermutlich die Liste nicht gegeben. Ja, genau. Er könnte dich maximal wahrscheinlich mit den Worten wegschicken, dass dich das irgendwie nichts angeht und dass du irgendwie anders weiterforschen sollst. Ich habe in diesem im Rahmen dieses dieser Cluster-Nachricht auch einen kurzen Videoausschnitt gesehen. Das war unser Freund Schlosser in einer dunklen Gasse, aber man hat im Prinzip nichts gesehen. Er hat sich mit irgendjemandem unterhalten, es gab keinen Ton. Und ich konnte die Kamera-ID nicht rausfinden und auch keine Standortbestimmung durchführen. Also habt ihr doch überall Kameras in der Stadt? Nicht überall. Das hätten wir gerne. Dünnes Eis, mein Freund, dünnes Eis. Hoff, dass dein Vorgesetzter nie rausfindet, was du hier gerade erzählst. Ein paar Details sollte man auslassen beim Bericht. Das hat Janus noch nicht so verstanden. Also gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück zum Haus Manteuffel und sage, mein Auftrag ist beendet. Ich habe den Mörder gestellt, der ist verbrannt worden in der Kaserne der Richter. Auftrag beendet. Und was dann? Ja. Ja, es wäre wahrscheinlich gut, wenn du das so... Also, oh Gott. Haben die Richter jemanden bezahlt, um Ludwig umzubringen? Wen? Ist diese W? Oder halt W eine abtrünnige Chronistin oder ein abtrünniger Chronist ist. Dann würde das... Die Schockermaler an dem Hals erklären. In der Tat. Warum sollte ein Chronist abtrünnig werden, um Morde zu begehen?
Also die Hände aneinander reiben. Naja, wenn das die Chronisten, wenn die neue Chronisten-Hardliner-Gesellschaft mit dem neuen Richtern gemeinsame Sache macht und beide kommen an die Macht, dann spielen sie sich gegenseitig die Karten zu. Geht es bei den Chronisten nicht immer nur um Informationen? Vielleicht wusste er etwas. Du meinst, dass Schlosser etwas wusste? Ja. Irgendetwas herausgefunden hatte, dass irgendetwas nicht stimmt. Vielleicht hat er selber eins und eins zusammengezählt. Er ist vielleicht ein Arschloch, aber vielleicht ein sehr intelligentes gewesen und hat deswegen eins und eins zusammengezählt. Und ist auf eine Verschwörung aufmerksam geworden, inklusive der Sachen, die er verkauft hat. Weil er vielleicht die Sachen verkauft hat, sind ihm vielleicht mehr Dinge auch aufgefallen. Er hat alles aufgeschrieben, was er je verkauft hat. Er war vielleicht direkt nur das Rädchen im Getriebe. Ist alles in diesem Buch drin. C, D, E, W. Mehr Buchstaben dabei, aber die sind dann vereinzelt. Ich glaube, das E ist auch noch dabei, ne? Für Elisa. Ja, die Hauptbuchstabengruppen, die es gibt, sind E, D, E, W und C. Man schaut mal die Apokalyptikerin an. Was könnte D, E sein? Das Problem ist einfach, dass wir nichts, die mit diesem Buch kriegen wir nichts bewiesen. Der Typ hat nur Initialien aufgeschrieben, das heißt, was auch immer hier passiert, selbst wenn wir wollen, kriegen wir es nicht vor einem Richter bewiesen. Die Frage ist, soll ich im Cluster bei meinem direkten Vorgesetzten jetzt Fragen stellen gehen? Also ich bin dafür, dass wir jetzt anfangen sozusagen, wenn du glaubst, dass dein direkter Vorgesetzter zu dir gehört und gegen diese Hardliner-Organisation wäre, wenn er sie befürchtet oder wenn er sie jetzt hier vielleicht erahnt, dann ja. Ich würde sagen, das solltest du entscheiden. Also, halte ich meinen direkten Vorgesetzten von dem, was ich so bisher von ihm kenne und auch so weiter. Vor allem in Bezug auf das, was ich jetzt direkt von ihm bekommen habe. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Welche Richterhäuser gibt's alle? Es gibt natürlich auch noch unabhängige, mächtige Richter, aber ich glaube, die ganz großen Richter sind Masek, Wender, Manteuffel, Salvano. Ich bin mir nicht sicher, ob Jungbau auch eins ist. Und Salvano, so viel ich weiß. Salvano wird nicht mit C geschrieben. Nee. Oder weil ich hatte es gerade gedacht, so, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, dass man auf ein C stößt. Problem ist, ich könnte es auch andersherum versuchen und der mir nicht direkt vorgesetzt ist, zweifel jemand mit hohem Score auf diese Verschwörung aufmerksam zu machen. Aber wir wissen nicht, wer dazugehört. Ja genau, deswegen meine ich ja, du musst deinen Vorgesetzten nehmen. Bei ihm. Ich würde mich nicht darauf festlegen, zu sagen, dass er nicht dazugehört. Aber ich könnte ihm die Ich halte die Liste für einen Indikator, die du bekommen hast, die dich auf diese Dinge mehr aufmerksam macht, als dir eigentlich zusteht. Wenn ich eine Antwort schreibe, in der die vollständige Liste auftaucht, mit den Dingen, die auf unserer Liste nicht drauf stand, könnte das ein Indikator sein? Könnte er mir dann sagen, ob das die richtige Spur ist oder nicht? Oder einen weiteren Hinweis geben? Ja, du könntest versuchen, dass W nicht nur das gekauft hat, was dort auf der Liste stand, sondern auch noch und dann den Beitrag dazu abgeben und dann eben sagen, jetzt hier wäre es möglich, dass du da irgendwie sozusagen deine direkte Befürchtung einfach mit reinschreibst. Wenn ich mir mal die Briefe von den jungen Vaganten ansehe, die bei uns eintrudeln, die ich dann korrigieren darf und denen wieder um die Ohren jage, habe ich schon den einen oder anderen Rechtschreibfehler gefunden. Das ist bei ihm hier auch der Fall. C und K sind bei ihm beliebig austauschbar, fällt mir bei näherer Betrachtung auf. C und K. Ich hatte eben schon die Idee, dass vielleicht ein kompletter Vollidiot auch ein W und ein M vertauschen könnte. Sodass aus Wender das aus Mannteufel wird, wenn das W auf den Kopf gestellt wird, aber das können wir doch ganz leicht kontrollieren.
Der Mann wird doch auch Berichte geschrieben haben. Lasst euch ein paar Berichte von ihm geben. Ich wollte nur sagen, dieses C könnte auch ein K sein. Und dann könnte es auch für, naja, für das Kartell stehen, wenn es ein K ist. Ja. Oder ein ganz anderes Haus. Fordern wir einfach ein paar Berichte von Ludwig Schlossern und schauen dann weiter. Ja, ich denke, wenn ihr ein paar Berichte lest, werdet ihr schon rausfinden. Ich gebe mir ein bisschen graben. Erkenntnisse sind da. Wer zur Hölle ist W? Aber W hat auf jeden Fall mit dem Tod von ihm zu tun. Oder? Wahrscheinlich schon. Das Haus Manteuffel. Ist es in eine Intrige verstrickt? Gesamt in seiner Gesamtheit oder sind einzelne mächtige Richter dabei, sich in der Hierarchie nach oben zu boxen? Was haben die Jehamedaner und die Sprengung der Statue eigentlich mit dem Ganzen zu tun? Und warum musste Ludwig Schlosser sterben?